So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und ja, heute habe ich zwei Playlists für euch. Und zwar die aktuelle mit Robert Lewandowski und von 2018 mit Thomas Müller hier. Jo, ich wollte mal so ein 2018 gegen 2019 machen hier. Playlister. Jo. Und jetzt kommt erstmal das Intro. So, dann starten wir mal. Wir fangen am besten mit der alten hier an, mit der 2018er Serie. So, dann schneiden wir es mal auf. Ab in den Müll. So. Warte, wir packen hier beide aus erstmal. So, zack. 2018er, sieht er hier. Dann packen wir noch hier die Robert Lewandowski 2019er Serie aus. So. Gucken, ob wir sie so alle rausbekommen. Ich warte immer noch auf das Club-Logo von Bayern München. So, alle. Schere kann auch wieder weg. So, jetzt seht ihr schon die Limis hier vorne drauf. Also man sieht schon ein bisschen den Unterschied. Hier stand Limited Edition ganz groß hier hinter Müller drauf. Und Thomas Müller hier über den Spieler. So, dann ja. Hier oben das Logo, hier ist es auch hier oben. Hier steht jetzt Limited Edition, hier unten links im Eck. Und der Name dann hier so links vom Spieler. Ja. Aber ich finde natürlich hier die ganz neue jetzt am besten. Von hinten sehen die dann so aus. Hier. So, dann kommt die Special-Karte. Oh, hier Barcelona. Klappbatsch. Sehr nice. Ich weiß noch nicht, ob ich die schon habe. Aus dem Kopf. Und hier haben wir dann Karim Benzema als Power-Up, also Game Changer. So. Ich glaube, hier waren genauso viele Booster drin wie in dem anderen. Hier sind es 5. Und hier sind es dann bestimmt auch 5. Jupp. So, öffnen wir erstmal hier ein. In der 2018er Serie. Die habe ich leider auch noch nicht komplett. Aber ich müsste eigentlich jetzt komplett bekommen. Ich habe so viel Kram von dem jetzt hier. Von der 2018er Serie. So. Komm raus. Ja. So, hier haben wir Undoa. So. Dann haben wir hier Benjamin Mukancho. Dann haben wir hier. Das war Fans Favorite. Mukancho. Mukancho. Hier haben wir Nacho von Real Madrid. Hier haben wir dann Thiago von Bayern München. Hier haben wir Julio César von Benfica. Und Busquets von Barcelona. So. So, das hier sind Basekarten. Hier haben wir International Star. Ich weiß jetzt gar nicht. Komme ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr alles hier, oder? Wir machen mal diesen Limit hier ganz oben rechts. Das dann hier über mich, so ungefähr. So. Machen wir die neuen, machen wir hier hin.
Die anderen machen wir so. Machen wir die eine hier hin. Und hier Special Karten. So, dann kommen wir zum ersten Booster der aktuellen Serie. So. Ich drehe sie erstmal rum, dass ihr nicht seht, was kommt. Vielleicht habe ich nämlich was Cooles drin. So. Okay. Hier ist jetzt nicht so was Nices drin, aber egal. Hier haben wir Bazzagli von Juventus. Base-Karte. Dann haben wir Maxi Pereira, auch als Base-Karte. Dann haben wir hier Raheem Sterling, Base-Karte. Hier haben wir dann Daniel Schwab, eine Base-Karte. Franco Di Santo als Base. Und eine Club-Badge von Inter Mailand. Schon die zweite hier. Meine Kamera spinnt wieder hier. Seht ihr die Facecam? Ich weiß auch nicht. So, dann kommen wir zum zweiten Booster der letzten Serie nochmal. Ich wechsle das immer so ab. Aber natürlich ist die aktuelle Serie für mich im Moment die beste. Hier haben wir Vergini als Base, dann hier Eric Bailey oder Belly, Ivan Rakitic, Grimaldo, Thomas Heiner und als Fans Favorite Juan Manuel Insaurralde. So. Fans Favorite, das war doch schon die zweite, oder nicht? Ah ja, hier oben. So. Und wir kommen zum zweiten Booster der aktuellen Serie. Ich glaube, ich brauche euch ja nicht zu fragen, welche Serie euch gefällt am besten. Weil ich kann es mir schon denken. Okay. So, hier haben wir Koulibaly. Dann haben wir Andrei Echengo, John Stones, Chicharo, Julian Draxler und João Cancelo als Impact Signing von Juventus Turin. Also bis jetzt waren die Booster nicht so berauschend von jedem Blister hier. Mal schauen, ob es besser wird. Na? Oh. So. Kommen wir zum nächsten Booster der letzten Serie. Oh. Okay. Hier haben wir Kimpembe, dann haben wir Edu Dracena, hier haben wir Kingsley Coman vom FC Bayern, der sich ja jetzt wieder schwer verletzt hat. Einfach schade. Hier haben wir Toni Kroos. Toni, du bist Gold wert. Das waren die Base-Karten. Jetzt kommen hier die Special Karten. Hier haben wir Impact Signing, Christoph Maczynski oder jo, denken wir mal von
Legia Warschau. Impact Signing hatten wir das schon? Nein. Und hier haben wir die Multiple mit Griezmann und Gameiro. Heute sehen die Multiples ja wieder anders aus. So, wo machen wir die hin? Hier hin. So, ich möchte mal irgendwie eine Rare oder sowas haben. Ich glaube, nächstes Mal muss ich auf der Suche nach Rare machen. Ich hatte bis jetzt noch kein Glück. Andere hatten schon mehr Glück gehabt. Ach, was ist denn hier mit der Ecke los? Alter, diese Serie, die regt mich aber jetzt doch schon ein bisschen auf. So, wenigstens mal eine gute Karte hier. So, oh. Also mir gefällt der Booster hier schon mal. So. Hier haben wir Nacho von Real Madrid. Dann haben wir hier Thiago von Bayern München. Dann haben wir Hummels von Bayern München. Dann haben wir Otschipka von Schalke 04. Das waren die Base-Karten. Dann haben wir hier Lovren als FIFA World Cup Heroes. Die sehen ja schon mal ganz nice aus. Da kann man ja hier nichts vergleichen damit. Machen wir hier hin. Sieht man das überhaupt noch? Das ein bisschen höher, das ein bisschen höher. Jetzt sieht man es doch. Und hier haben wir nochmal Impact Signing. Das ist Stefan De Vrij oder wie der heißt. Und der kommt hier oben drauf bei den anderen Impact Signing. So, noch zwei Booster auf jeder Seite. Na? Ich bin mal auf die Tins gespannt und alles. Das Starter Pack. Was kommt noch? Ich glaube, das war's doch, glaube ich. Multipacks und die Displays kamen ja jetzt schon, die Blister. So, hier haben wir Fellaini von Manchester United. Dann haben wir Milestone von Legia Warschau. Haben wir schon Milestone? Sieht man nicht so aus. Die machen wir dann hier hin. Milestone. So, Fellaini hatten wir schon. Daily Blind von Manchester United. Hier haben wir Messi Impact. Hier haben wir Pogba von Manchester United. Also drei Spieler hier von Menu drin. Und hier haben wir Mikel Bastos. Jo. So, dann kommen wir zum vorletzten Booster der aktuellen Serie. Ich hoffe, dass ich noch auf was Gutes treffe hier. Einen Augenblick. Oh ja. Zwar keine Rare oder sowas, aber auch gut. So, hier haben wir Otamendi von Manchester City. Dann haben wir hier Honey von. Ach, wie heißt. Letztes Mal kam ich schon nicht auf den Verein. Egal. Dann haben wir hier Mattia de Sciglio. Philippe Coutinho von Barcelona. Jetzt kommen wir zu den Special-Karten. Hier haben wir Iker Casillas als Goalstopper. Sie haben mal richtig nice gehalten. Das mit dem Hintergrund, das gefällt mir einfach gut und alles, ja, richtig cool. Machen wir da mal hier hin. Und hier haben wir einen German Star, Thilo Kehrer.
der ja jetzt nach Paris gewechselt ist. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich denke mal, das war er. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. So. Letzter Booster auf der 2018er Serie. Und dann kommen wir jetzt schon zum Ende. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Naja, okay. Hier haben wir John Stones. Dann haben wir hier Thiago Motta. Thiago Santos. Wilmar Barrios. Sokratis Papa. Papa Statopoulos. Ach Gott. Und dann haben wir hier noch das Club-Logo von Juventus Turin. Machen wir hier oben hin. So. Jetzt hoffe ich noch, dass hier irgendwie was Cooles drin ist. Drückt mir die Daumen. Also hier ist kein Lewandowski drauf. Ich sag nur Hashtag Julian. Ich bin mal gespannt. Okay. Also ich habe immer noch kein Glück. So, hier hätten wir... Wie heißt der? McKennie. Wir haben hier Felipe Luis, Bruno Cortez, wir haben hier Chiellini, Antonio Candreva und hier haben wir als Impact Signing Odrio Zola. Okay. Also, naja, die Ausbeute war diesmal... Dreimal Impact Signing. Dann hier zwei Club Badges. Da warte ich immer noch jetzt auf das Bayern. Ja. Hier auf der 2018er Serie haben wir ein paar mehr Special Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, das hier zählt ja eigentlich nicht zur Special-Karte, also haben wir hier 9 zu 9. Aber dann dürfte ich die ja auch nicht als Special-Karte nutzen. Okay, egal. Also ich finde auf jeden Fall, diese Seite hier ist natürlich viel schöner gestaltet und alles. Gut, letztes Jahr haben wir gesagt, diese Serie war gut. Aber was ich noch besser finde, war die 2016er Serie. Also natürlich jetzt nicht gegen diese hier. Aber, ja. Das ist ja, glaube ich, jetzt schon das vierte Jahr von der Serie, glaube ich. Wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, gebt bitte einen Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent von mir seid, könnt ihr das kostenlos zu tun. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ciao!